Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer BVB-Karriere hier in FIFA 21. Wir starten heute rein in eine Bundesliga-Partie gegen RB Leipzig. Wir gucken auch gleich auf deren Startformation. Eine gewohnte Fünferkette bei Leipzig heute mal wieder am Start. Und dann Thomas Müller, Olmo und Luis Alberto, einfach das Dreier-Mittelfeld, Osimhen und Morata. Dann der ja, sehr erfolgreiche Stürmer bei Thomas Müller, einfach bei Leipzig. Griezmann sitzt noch auf der Bank. Das wird heute nicht leicht. Zuletzt konnten wir ja zum Glück im Revierderby gewinnen und eine 8-Spiele-ohne-Sieg-Serie, Negativserie beenden durch eben den Sieg gegen Schalke. Rocher heute natürlich wieder im Kasten. Davor haben wir Agu, Bauer, Bono und den Ex-Leipziger Sardella. Keita, Baku davor. Dann haben wir Reyna, Schinke, Reus, der 2 Tore gemacht hat nach Einwechslung gegen Schalke, und Moukoko ganz vorne drin. Dazu sind wir in der Champions League gerade so weitergekommen gegen PSG im Elfmeterschießen und treffen in der heutigen Folge auf Leverkusen im Viertelfinale. Der Kameramann steht hier völlig im Weg und wir gehen rein gegen Leipzig. Oh, da ist Olmo. Ganz frühe Führung für Leipzig. Vierte Minute, da passen wir nicht auf. Nach einem Freistoß steht ja der Spanier völlig frei und macht das Ding dann auch. Reus, Moukoko. Und da ist Schinke. Ihr seht die Tabellensituation eingeblendet. Nein. Ja. Na was? Doch. Tor. Tor. Der Treffer zieht. Eieieiei. Tabellensituation ganz kurz. Wir sind, glaube ich, ein Punkt vor Leipzig. Ihr habt es gesehen. Ich konnte nicht raufgucken, weil ich hier gerade ein ganz kurioses Tor machen musste. Ja, der ist hinter der Linie. Das erste Mal seit gefühlt 3 Jahren, dass diese Torlinientechnik mal was bringt, weil das war wirklich schwierig zu sehen. Aber der war natürlich hinter der Linie hier, der Ball. Klar zu erkennen, hier noch deutlicher. Ja, Reus macht es am Ende nach schönem Lupfer von Moukoko. Baku. Moukoko hat da ein bisschen Platz. Youssoufa, Moukoko. Eben der Lupfer ging nicht rein. Der Abschluss wird vom Keeper pariert. Schinke. Agu, die Flanke ist super gut. Und Moukoko 2-1 BVB. Bin mir nicht sicher, ob der Treffer für ihn zählen wird, weil manchmal hat FIFA da so komische Ticks und dann ist es plötzlich ein Eigentor vom Keeper. Aber super von Schinke raus für Agu, der dann von der Grundlinie rein. Super Kopfball von Moukoko und ich hoffe, das wird für ihn selbst auch belohnt und das zählt nicht als Eigentor. Das wäre so bitter, wenn das jetzt wieder ein Eigentor ist. Bitte nicht. Ja, ich hab's gesagt, das ist lächerlich. Reus, Moukoko, jetzt will er sein Tor, jetzt will er sein Tor und jetzt kriegt er sein Tor. Forsberg hört nach der Saison auf und kriegt hier heute auf der Bank sitzen mal eine Show von Moukoko geliefert, der eigentlich alle 3 Tore gemacht hat. Das erste Ding an die Latte, das hätte auch schon reingehen können. Dann hat Reus das halt abgestaubt, was Reus sehr gut gemacht hat. Dann das zweite Ding war kein Eigentor und das dritte ist jetzt endlich auch sein Treffer. Reus holt den Ball, macht die Vorlage. Marco Reus überragend, Moukoko auch richtig, richtig stark. Reus, Marco Reus, Reus, was ist denn jetzt los? Leipzig zerfällt. Reus macht es. Zum zweiten Mal. Super passt, ich glaube von Naby Keita war es. Ja, was ist denn jetzt los? Ja, Naby Keita war es mit der Vorlage, der Ex-Leipziger. Also Leipzig, nach der 5 Minute führen sie und seitdem kam irgendwie nicht mehr viel. Wir machen 4 Tore in dem Zeitraum und führen jetzt mehr als nur komfortabel. Moukoko, Youssoufa Moukoko. Den macht er. Den macht er. Den macht er. 5-1. Ja! Mann, das ist so eine Befreiung nach der letzten Folge, wo es so schlecht gegen Schalke lief, bis Reus eingewechselt wurde. Puh, 5 Tore in einem Spiel. Moukoko zerlegt Leipzig. Wow. Diesmal hatten wir auch Glück dabei. Keine Frage, das war ein glückliches Tor. Weil der Pass von Schinke ganz komisch war. Gucken wir uns gleich im Replay nochmal an. Aber hier, wunderbare Schlänze von Moukoko. Ligator Nummer 15 somit für ihn. Und hier seht ihr es eben. Das ist natürlich absolut glücklich, dass der Ball dann noch so da in den Lauf von Moukoko kommt. Dann ist es ein super erster Kontakt, mit dem er am Verteidiger vorbeigeht. Und dann lässt er dem Keeper überhaupt keine Chance. Naby Keita, Moukoko. 6-1. 6-1. Naby Keita macht eine überragende Partie. Also der kriegt viel zu viele Freiräume. Aber kein Wunder, wenn Müller, Luis Alberto und Olmo im Mittelfeld spielen, dann hat man halt keine defensiven Spieler. Und dementsprechend hat Naby Keita immer Freiräume.
und setzt hier Moukoko in Szene, der sein drittes Tor am heutigen Tag macht. Leipzig beginnt wieder gut und trifft erneut nach wenigen Minuten. Dieses Mal Thomas Müller nach 7 Minuten im neuen Durchgang. Naby Keita geht runter für Jude Bellingham. Reus blieb auch schon direkt in der Kabine zur Pause. Für ihn kam bereits Urogawa in die Partie. Für uns ist hier natürlich absolut Schongang jetzt angesagt. Und Durchgang 2 dennoch. Gegentore würde ich jetzt eigentlich nach diesem zweiten keine weiteren bekommen. Griezmann mittlerweile eingewechselt bei Leipzig. Und auch Brobbey, der Holländer, mittlerweile jetzt also drin. Ja, und wir werden wohl früher oder später noch Moukoko etwas schonen für die Champions League Partie gegen Leverkusen. Moukoko, Reyna, Furugawa darf auch mal wieder treffen. Sehr schön. Schön, das ist ein guter Abschluss für die Partie von Moukoko auf jeden Fall jetzt auch gewesen. Nochmal eine Vorarbeit gemacht. Reyna macht die Vorlage und Furugawa macht das Tor. Zweites Saisontor für Furugawa und damit ist wie gesagt der Arbeitstag für Moukoko beendet. Tigges kommt in die Partie. Reyna, Tigges. Tigges, jawohl, auch er kriegt sein Tor. Ich weiß gar nicht, ob wir mit ihm schon mal in der Bundesliga ein Tor gemacht haben. Im Pokal hat er ja auf jeden Fall diese Saison gleich mal 3 erzielen können. Aber auf jeden Fall sein erstes Bundesliga-Saison-Tor in dieser Saison. Aber vielleicht auch grundsätzlich sein erstes Bundesliga-Tor. Oh, jetzt soll Sardella wohl auch noch ein Tor bekommen gegen seine Ex-Mannschaft. Sardella darf nämlich einmal komplett durchlaufen da. Aber dann hat Vitao, oder wie der Innenverteidiger heißt, doch noch was dagegen. Boah, jetzt gibt es noch einen Elfmeter. Foul von Bauer. Bisschen unglücklich vom Jugendspieler da. Ja, aber kann man ihm jetzt kein... Ja, das ist einfach ein bisschen dumm. Aber das wird er lernen, dass er so da nicht hingehen darf. Griezmann tritt jetzt nochmal gegen seinen Landsmann Rocher an. Der darf nochmal beweisen, dass er ein absoluter Elfmeterkiller ist. Gegen Paris ja auch einen Elfmeter gehalten, wodurch wir dann unter anderem weitergekommen sind. Und damit laufen hier die letzten Sekunden in dieser Partie. Die echt, ja, wo in der einfach alles für uns eigentlich gut lief, bis halt auf die 2 Gegentore. Aber offensiv war das heute ein Spektakel von uns, ohne Frage, bei 8 Toren. Und das macht Lust auf mehr. Und das gibt vor allem auch Selbstvertrauen für die Champions League gegen Leverkusen. Champions League, und es ist ein Duell zweier deutscher Mannschaften im Champions League Viertelfinale. Der BVB empfängt zu Hause Bayer 04 Leverkusen. Tabellarisch in der Bundesliga ist es Tabellenplatz Nummer 3 gegen Tabellenplatz Nummer 2. Das ist auch in der Liga ein sehr, sehr interessantes Duell. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, was hier Leverkusen heute zeigen kann. Sind sie wirklich so gut, dass sie verdientermaßen hier im Viertelfinale stehen? Wir haben uns natürlich einigermaßen glücklich auch gegen Paris durchgesetzt. Leverkusen 7-1 gegen Ajax. Also, wenn man das schafft, dann ist man ja eigentlich schon auf jeden Fall verdient hier, würde ich mal fast behaupten. Und die Mannschaft, wenn wir hier auf die Spieler gucken, die sagt, ja, die stehen hier zurecht. Würde ich mal ganz klar so sagen. Also das sieht nach einer wahnsinnig guten Mannschaft aus. Und ein Ex-Dortmunder ist ihr Kapitän, und zwar Diallo. Hier ein Jahr nur gespielt, danach ging es zu PSG. Dort hat er sich nicht durchsetzen können, dann den Rückschritt jetzt zu Leverkusen gemacht, wo er anscheinend ein sehr, sehr guter Innenverteidiger wurde, der sogar dem Kapitänsrang entspricht. Und damit würde ich sagen, gucken wir auf die Startformation Moukoko. Wenn er heute nur ansatzweise so gut spielt wie gegen Leverkusen, dann wäre das ein Segen für uns. Rocher im Kasten, die Viererkette davor, rechts natürlich Agu, im Zentrum heute Lacroix und Hummels, links Schumacher. Keita, Baku wie gegen Leipzig im Zentrum, Schinkel, Reyna, Reus und Moukoko, also die Offensive hat sich nicht verändert, nur 3 Veränderungen in der Viererkette im Vergleich zum Spiel gegen Leipzig. Und damit gucken wir auf die Mannschaft von Leverkusen gleich, nachdem hier nochmal ein schnelles Mannschaftsfoto gemacht wurde. Und Leverkusen startet mit David De Gea im Tor, also das wird nicht ganz so leicht, den zu überwinden. Dann bin ich mal gespannt auf die Viererkette. Ich vermute fast, Fosu-Mensah wird Rechtsverteidiger spielen. Und dann eben Diallo und wer ist der andere? Felix Udokai werden im Zentrum spielen. Und links Shevchenko. Genauso sieht es aus. Davor Soumaré, sehr, sehr starker Franzose. Douglas Luiz, Kakwere, auch der Franzose. Diaby, Bailly und vorne Mendes. Die Partie beginnt mal wieder super. Naby Keita liegt angeschlagen am Boden. Ich hoffe, er kann immerhin mal weiterspielen, aber das sieht nach einem frühen Wechsel bei uns aus. Kakwere, erster Abschluss, Hummels blockt. Hummels sowieso hier schon in der ein oder anderen Situation echt
ganz wichtig noch zur Stelle gewesen. Leverkusen ist die bessere Mannschaft in den ersten knapp 20 Minuten. Oh, Moukoko für Reus, aber Reus ist natürlich nicht mehr der Sprintstärkste, muss also verzögern. Schinke, richtiger Moment für Moukoko. De Gea lässt ihn klatschen und dann gibt es nur Ecke. Aber Ecken können wir ja eigentlich, zumindest gegen Paris. Die Ecke kommt wieder auf Moukoko, aufs Tor. Reina für Schinke. Schinke, oh, Udokai steht richtig. Also viele Abschlüsse sehen wir in dieser Partie noch nicht, aber es ist umkämpft, das auf jeden Fall. Moukoko, wieder Schinke. Schinke, diesmal probiert er es selbst mit in die Mitte ziehen. Schewtschenko, der Ukrainer, ist aber zur Stelle und riecht den Braten. Reus. Oh, der Ball ist nicht schlecht für Moukoko. Den kann er sich erlaufen. Youssoufa Moukoko, 1-0 BVB, 41. Spielminute. Moukoko macht es. Der ist gut drauf. Hat sich gegen Leipzig schön warm geschossen für dieses Duell hier heute gegen Leverkusen und schießt uns jetzt in der 41. Spielminute zur Führung. Knappe, umkämpfte Partie. Leverkusen vielleicht den Tick besser. Auf jeden Fall überlegen ein wenig in Sachen Ballbesitz. Aber dann jetzt hier ein super Ball von Reus. Und dann ist es einfach stark von Moukoko. Ja, und wenn wir zur Pause mal raufgucken, spiegelt sich genau das wieder, was ich gesagt habe. Ballbesitz ist Leverkusen, klar überlegen und das auch in den gefährlichen Zonen, muss man ganz klar sagen. Aber wir haben mehr Schüsse, sind dort die bessere Mannschaft und haben vor allem das eine Tor. Und das ist am Ende das, was entscheidend ist. Navigator muss jetzt aber zur Pause raus. Jude Bellingham kommt für ihn in die Partie. Reus. Oh, ey! Das ist rot. Sorry, aber das ist rot. Also erstmal ist es ein super Ballgewinn von Jude Bellingham. Ob das fair war, bin ich mir auch nicht sicher. Aber das ist eine rote Karte für Diallo. Wenn der Schiri das pfeift, was er getan hat, dann ist das rot. Also keine zwei Meinungen. Keine zwei Meinungen. Letzter Mann, er senzt ihn um. Es wird nicht mal gelb geben. Wahnsinn. So eine rote Karte. Zu 1000% war das rot. Gio Reyna. Reyna macht es alleine. Und dann legt er sich beim in der Mitte ziehen den Ball einen Tick zu weit vor. Mendes wird ausgewechselt bei Leverkusen. Für ihn kommt Tokio Ekambi in die Partie. Ein, ja, mittlerweile schon in die Jahre gekommener Stürmer. Ganz im Gegensatz zu Moukoko. De Gea guckt nur hinterher. Ball landet am Pfosten und Reyna als auch ich sind dann völlig überrascht, dass der Ball plötzlich ja, direkt vor den Füßen lag. Nochmal Moukoko. Moukoko, Diallo sieht alt aus und auch De Gea, denn es steht 2-0 für den BVB. Youssoufa Moukoko macht genau so weiter wie gegen Leipzig. Zwei Tore hat er schon, mindestens eins soll noch folgen. Oh, jetzt kommt Leipzig, Leverkusen, Tokio Ekambi, Kakwere. Verdammt, Alter, das ist so schlecht. Wie können die uns denn so auskontern? Und das ist so teuer, dieses Auswärtstor. Das kann so richtig teuer noch werden. Oh Mann. Agu. Felix Agu. Jetzt fehlt ein Koke in der Mitte. Aber Reus ist ja noch da. Der hat die Übersicht. Bellingham 3-1. Wieder für klare Verhältnisse geschaffen. Dennoch, das Auswärtstor, das bleibt stehen. Und das kann, wie gesagt, noch richtig teuer werden. Jetzt aber erstmal ein schönes Tor. Moukoko und Agu haben das Ganze eingeleitet zusammen. Und dann Reus mit der dritten Vorlage am heutigen Tag, diesmal für Jude Bellingham. Wir wechseln nochmal an das Doppel. Baku geht runter, Endo kommt rein und Sir Reggie Johnson kommt für Schinke. Was? Was? Kakwere macht noch einen. Leute, was war das? Leverkusen spielt hier seit 10 Minuten um unseren 16er herum. Dann kommt Kakwere da irgendwie zum Abschluss. Und dann, ja, der Rösch, ja, der geht auf Rösch her. Sorry. Aber der geht auf unseren französischen Keeper. Den kann er halten. Den kann er halten. Klar, das ist auch katastrophal von der Abwehr davor, aber... Den kann Rocher an einem guten Tag auch einfach mal halten. 3-2, das ist alles aber kein sehr gutes Ergebnis fürs Rückspiel. Wirklich nicht. 2 Auswärtsgegentore. Leverkusen muss nur 1-0 zu Hause gewinnen. Und das ist durchaus machbar. Komm, Reyna, jetzt legen wir nochmal einen nach. Reyna,
Ja, wann können wir rüberlegen? Jawohl. 4-2. Jetzt muss Leverkusen 2-0 zu Hause gewinnen. Mokoku macht 3 Tore am heutigen Tag. Am Ende steht ein 4-2 Erfolg für den BVB. Mokoku macht 3 Tore erneut, wie schon gegen Leipzig, wo er ja eigentlich 4 gemacht hat. Ja, aber wieder mit 2 Schüssen aufs Tor zum 3. Mal in Folge kassieren wir 2 Gegentore. Bedeutet, dass Rocher seit mal eben 270 Minuten kein Ball mehr in der Champions League pariert hat. Das ist schon eine erschreckende Statistik, muss man ganz klar mal so sagen. Dennoch, 4-2, keine schlechte Ausgangslage fürs Rückspiel. Das geht es nächste Folge. Wir simulieren jetzt noch in der Liga. Auch das ein ganz wichtiges Spiel. Es geht gegen den 2. Maas wurde ausgeliehen. Cater fehlt ganze 3 Monate, heißt bis zum Saisonende. Hummels will heute spielen, wird aber nicht heute spielen, weil er wird in der nächsten Folge gegen Leverkusen gebraucht. Ja, und damit gehen wir rein gegen Leverkusen in der Liga. Wie spielen wir, ist die Frage. Ich weiß es selbst noch nicht so genau. Sardella geht auf jeden Fall rein. Bono, Lacroix, Agu, das passt. Rocher, Baku. Ja, eigentlich ist das soweit die Mannschaft, ne? Wir gehen rein gegen Leverkusen. Mal gucken, ob wir das Ganze hier holen können. Es ist eine 2-1 Niederlage und das, ja, das tut schon weh. Das tut schon weh und zeigt, wie gut Leverkusen eigentlich ist und zeigt auch, dass wir echt im Rückspiel in der nächsten Folge nochmal so richtig aufpassen müssen. Ja, Hummels ist enttäuscht, er wird aber dafür nächste Folge wieder von Anfang an in der Champions League spielen. Grigic könnten wir für 2 Jahre verleihen, ich hoffe, das klappt. Und dann wollte ich nochmal ein bisschen Spieler auf die Liste packen. Lukas Metscher, sehr, sehr starke, wirklich sehr, sehr starke U21-EM und den könnten wir sogar kostenfrei verpflichten. Da müssen wir echt mal drüber nachdenken. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon halten würdet, wenn wir einen Matcher holen. Weil vielleicht geht ja ein Mokoku im Sommer. Damit muss man immer so ein bisschen rechnen. Und was ich gerne noch machen würde, ist einmal Leverkusen durchzugucken. Kakere hat mir nämlich sehr, sehr gut gefallen. Klar, der hat 2 Tore gegen uns gemacht. Keine Ahnung, ob der vielleicht viel zu gut schon für uns ist, aber mal gucken. Wir gucken uns den auf jeden Fall mal an. Dumbia, den haben wir, glaube ich, schon auf der Liste. Ist ein sehr interessanter Mann. Wir haben die auch letztens schon mal durchgeguckt. Ja, Kakvere packen wir auf jeden Fall mal rauf. Mal gucken, ob wir den dann auch irgendwann vielleicht nochmal holen. Ja, und das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder am Start, wenn es gegen Leverkusen geht und in den Pokal gegen den VfB Stuttgart. Das Ganze dann in 2 Tagen. Morgen wieder Manchester United Karriere. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bei einem der nächsten Videos wieder. Wenn es euch gefallen hat, Daumen da lassen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, Abo da lassen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Macht es gut und ciao.